Guschelbauer, der Schaumrollenkönig in St. Willibald. Lust in Hülle und Fülle. www.guschelbauer.at. Sie sollten uns besuchen. Gasthof Urtelhof in Peuerbach. Dort, wo die Gemütlichkeit zu Hause ist. Lassen Sie sich von Franz Peham und seiner Familie verwöhnen. Wenn Sie Ihr Fest zu Hause feiern, sind wir auch im Catering-Bereich Ihr verlässlicher Partner. Urtelhof.com. Dort, wo die Gemütlichkeit zu Hause ist. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Diese Woche neu. Zuerst lesen wir dies. regional-magazin.at. Nicht alltäglich, aber mit dem Prädikat versehen. Zur Nachahmung sehr empfohlen. Ist die Geschichte, die sich im schönen Innviertel abspielt. In der ersten Klasse Nordwest steht in der vorletzten Runde das Derby St. Willibald gegen Weizenkirchen am Programm. An und für sich nichts Ungewöhnliches. In diesem Fall aber schon. Denn es geht um den Verbleib in der ersten Klasse. Das Heimteam liegt als Vorletzter auf einem fixen Abstiegsplatz. Die punktegleichen Gäste einen Rang davor auf dem ungeliebten Relegationsplatz. Auf den 11. Diersbach, nach derzeitigem Stand oben, fehlen beiden Mannschaften zwei Zähler. All das ist noch immer nichts Ungewöhnliches. Dass aus diesem Abstiegsthriller aber ein großartiges Fußballfest unter Freunden gemacht wird, das ist sicher nicht alltäglich. Dass für die Fans dann vor und nach diesem Spiel mit Jazz Kitty, eine der beliebtesten Sängerinnen Österreichs, auftritt, die über 600 Besucher damit mehr oder minder zum Nulltarif ein Konzert geliefert bekommen, das ist schon ein echter Hammer. Verantwortlich dafür sind mit Waltraud und Karl Guschelbauer ein sehr erfolgreiches Unternehmer-Ehepaar aus St. Willibald. Die Schaumrollenkönige beliefern vom Innviertel aus die Naschkatzen Österreichs und auch weit darüber hinaus mit süßen Versuchungen. Ich kenne das jetzt Kitzel schon sehr, sehr lange und wir haben sie gedacht, wir müssen mal herbringen, was uns ein wenig anfeiern. Und dann gibt es ein gewisses Lied, das heißt, kränk dir nicht, in dem Sinn, dass ich das heute kriege, das habe ich nicht gewusst. Was ich glaube, wichtig ist einmal, dass man für einen Ort was tut, das ist ganz wichtig. Dass man für die Jugend was macht, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn man einen Ort, eine Firma hat, die was gut funktioniert, dann kann man was machen für die Allgemeinheit und das, glaube ich, gehört unbedingt dazu. Jazz Kitty gibt dann natürlich wie immer ihr Bestes. Für wen nach diesem Abstiegsduell ihre Ohrwürmer kränkt die nicht, beziehungsweise so ein schöner Tag gelten, das müssen die folgenden 90 Minuten an den Tag bringen. Für die Gittel ist ein Auftritt am oder neben dem grünen Rasen übrigens nichts Neues. Ich habe sogar schon im Rapidstadion gesungen. Okay, es gibt nichts, was ich noch nicht gemacht habe. Aber in St. Willibald wahrscheinlich noch selten gewesen. Ja, da war ich das erste Mal heute und finde es sehr nett. Ja. Vor allen Dingen beim Schaumrollenkönig. Ja, da habe ich auch schon was gekostet. Aber ich muss mich zurückhalten, weil ich Diabetiker bin. Aber ich habe sehr gute Schnitzel gegessen und eine gute Bosna. Also ist mir nichts angegangen. Sehr interessant auch, dass sowohl die Dress der Heimischen als auch die der Gäste das Logo Guschelbauer ziert. Das Geheimnis ist schnell gelüftet, denn Karl Guschelbauers Bruder Robert, der in Weizenkirchen Süßes erzeugt, ist ein Gönner des Tabellenzwölften. Mit der Tischlerei Bayer kommt der Matchsponsor aus der neutralen Zwischengemeinde Peuerbach. Damit aber jetzt rein in dieses Abstiegsderby zwischen der Union Guschelbauer St. Willibald und dem SV Guschelbauer Weizenkirchen, bei dem Gästeangreifer Stockinger nach gut 3 Minuten den ersten Warnschuss Richtung Heimkasten abgibt, der für Willibalds Einser Zauner aber nur eine bessere Aufwärmübung ist. Genau 3 Minuten später ein Corner für die Schaumrollenjungs. Doblinger schlägt das Leder vor den Gästekasten, Sebastian Hammedinger hält sein Köpfchen hin und drinnen ist das Leder. 7. Minute, St. Willibald führt gegen Weizenkirchen mit 1:0. Ein Auftakt nach Maß für die Schützlinge von Coach Arnold Haderer. Apropos Haderer, da sind bei St. Willibald gleich 3 im Einsatz. Arnold ist der Trainer der Schaumrollenjungs.
Ingo spielt in der Abwehrkette und Daniel, der x-fache Torschützenkönig der Oberösterreich-Liga, damals in Diensten von Zetterbad Schallerbach, im Angriff. Naja, Freistöße hat der gute Daniel früher etwas besser ausgeführt. In der 13. Minute hat dann Weizenkirchens Eigner Entscheidungsprobleme. Abspielen oder doch selber versuchen. Er entscheidet sich für den Abschluss. Der fällt allerdings nicht gerade in die Kategorie Weltklasse. Nach 25 Minuten gibt's die an diesem Tag drängende Trinkpause von Schiri Wagner verordnet. Im Willibalder Waldstadion ist nämlich Sommer angesagt. So an die 30 Grad plus sind es ganz sicher. Das bessere Getränk dürften die Litzelbauer Kicker zu sich genommen haben. Denn die sind nach diesem Sprint von Christian auf der rechten Seite und seiner anschließenden Hereingabe sehr knapp dran am 1:1 Ausgleich. Um einiges größer, dann aber die Möglichkeit, die Lee nach diesem Haderer Stangler in der 44. Minute hat. Es bleibt aber bei der Möglichkeit. Kurz darauf schickt der gute Schiri Wagner die Teams und auch die über 600 Fans zum Getränkefassen. Nach 45 Minuten führt der Guschelbauer Club aus St. Willibald gegen den Guschelbauer Verein aus Weizenkirchen mit 1:0. Guschelbauer, der Schaumrollenkönig in St. Willibald. Lust in Hülle und Fülle. www.guschelbauer.at. Sie sollten uns besuchen. Gasthof Urtelhof in Peuerbach, dort, wo die Gemütlichkeit zu Hause ist. Lassen Sie sich von Franz Peham und seiner Familie verwöhnen. Wenn Sie Ihr Fest zu Hause feiern, sind wir auch im Catering-Bereich Ihr verlässlicher Partner. Urtelhof.com, dort, wo die Gemütlichkeit zu Hause ist. Regionalmagazin in Donau-Hausruck, diese Woche neu. Zuerst lesen wir dies. regional-magazin.at. Die Pausengespräche mit Freunden muss man kurz halten, denn sonst übersieht man nur 30 Sekunden nach Wiederbeginn diese Top-Chance der Heimelf zur 2:0-Führung. Und nur 2 Minuten später auch diesen Sitzer von Weizenkirchens Bamminger zum 1:1-Ausgleich. In der 54. Minute ist dann wieder St. Willibald nahe dran an einem Treffer. Nach einem Haderer Stangler legen sich die Gäste beinahe selbst ein faules Ei ins Nest. In der 64. Minute ein Corner für die Innviertler. Haderer schlägt das Leder zur Mitte. Dort setzt sich Petra Lee energisch durch. Und drinnen ist das Runde im Hausruckviertler Eckigen. Die Union St. Willibald führt im Abstiegskrimi gegen den SV Weizenkirchen jetzt mit 2:0. Die Haderer Elf scheint diesen überlebenswichtigen Dreier sicher im Griff zu haben, denn die Litzelbauer Jungs tauchen erst 3 Minuten vor dem Ende wieder einmal gefährlich vor dem Heimkasten auf. Da muss allerdings Bangerl den Kopfball von Christian von der Linie kratzen. Wer jetzt glaubt, das war's, der irrt gewaltig, denn was jetzt kommt, das ist weltrekordverdächtig. Es läuft die 89. Minute. St. Willibald wohl schon mit den Gedanken beim Feiern. Da steht's plötzlich nur mehr 2:1 aus Sicht der Innviertler. Daniel Eigner sorgt mit seinem Abstaubertor noch einmal für Spannung, bringt die Weizenkirchner auf 1 Tor an die Willibalder heran. 2 Minuten später, also in der 1. Minute der Nachspielzeit, sorgt Weizenkirchens Christian Bamminger für den absoluten Ausnahmezustand bei den vielen Gästefans. Er erzielt allerdings unter kräftiger Mithilfe der Heimabwehr den 2:2-Ausgleich. 91. Minute, binnen 2 Minuten, macht die Litzelbauer Elf aus einem 0:2 ein 2:2. Richtig weltrekordverdächtig wird es dann nur 60 Sekunden später. Die Heimelf jetzt in einer richtigen Schockstarre. Ermöglicht Christian Bamminger seinen Sololauf Richtung Zaunerkasten.
Und der Weizenkirchner macht tatsächlich das Unmögliche möglich. Der SV Guschelbauer Weizenkirchen dreht innerhalb von genau 3 Minuten ein 0:2 in ein 3:2 um. Wie gesagt, ganz sicher ein Fall für das Guinness Buch der Rekorde. Es war natürlich das Sekundenfinale und dass man wieder nur hofft, dass man dann das Spiel noch mal dran kann. Ja, man kann es nicht glauben, aber momentan ist man einfach überwältigt von dem Erfolg von der Mannschaft. Und das einfach wieder der Glaube an das, dass man es schaffen kann. Einfach da heute uns wieder zurückgeholt hat im Spiel und am Schluss dann halt auch noch wirklich dann ein extremes Glück gehabt, was dann in den letzten Minuten das Siegestor schießt. Natürlich bitter für einen Verlierer, sage ich erst einmal, aber wunderschön für uns. Wenn man so lange hinten ist, ich habe schon selber nicht mehr dran geglaubt, aber Gott sei Dank haben wir es dann in den letzten 5 Minuten mit unserem Kampf noch tragen können. Es war ein sehr zerfahrenes Spiel, glaube ich. Abstiegskampf pur. Und ja, jetzt bin ich froh, dass wir endlich einmal so weit haben, dass wir sagen können, wir können ein bisschen durchschnaufen. Es ist Fußball. Er kann manchmal so super sein und manchmal so grausam. Und heute hat uns erwischt. Es ist einfach, ja, wie jetzt so kurz nach dem Spiel ist einfach ein Wahnsinn. Bis 2-0 vorne, bis zur fast zur letzten Minute und vergibst das Spiel aus der Hand. Ah, ja, unerklärlich. Jetzt wird es natürlich ganz schwer. Ja, jetzt ist eigentlich, ja. Wir fahren jetzt nach Kopfinger und dann einfach Fußball spielen und was rauskommt, kommt raus. Aber rechnen kannst du nicht mehr damit. Aber wie anfangs erwähnt, dieses Spiel und alles rund um diesen Abstiegskrimi kann, nein, muss Vorbild für alle wirklichen Fußballfreunde sein. Denn nach diesem Spiel wird trotzdem gemeinsam. Die Betonung liegt auf gemeinsam. Weiter gefeiert. Ich möchte mit den Weizenkirchner sehr herzlich gratulieren. Sie haben ein tolles Spiel gemacht, ganz, ganz toll. Die Unser waren auch sehr, sehr gut, aber sie haben ein Pech gehabt. Die letzten 5 Minuten, die 3 Tore hätten jetzt auch müssen, aber es ist halt ein Spiel gewesen, es ist passiert. Vor allen Dingen hat man wieder gesehen, Fußball bewegt und begeistert die Menschen auch in der Region. Viele Weizenkirchner da, viele Willibalder da. Eine Geschichte, wo es auch nicht wirklich eine Rivalität gegeben hat. Ich meine, natürlich eine sportliche. Schön, auch sowas zu sehen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass der Sport da ist. Das ist wichtig. Die Weizenkirchner waren ganz, ganz toll. Der Fanclub war ganz, ganz toll. Auch natürlich unser in St. Willibald. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam ein Spiel gehabt haben, das uns an jeden gefallen hat. Wie halt das Spiel ausgeht, so geht es halt aus, kann man nichts machen. Aber es war eine tolle Geschichte. Ja, es hat natürlich 5 Minuten vor Schluss ganz anders ausgeschaut. Das 2-0 für Willibald. Und dass wir noch die letzten 5 Minuten das so umdrehen und 3 Tore schießen, glaube ich, das hat niemand mehr geglaubt auf dem Platz. Aber im Fußball hat man wieder gesehen, ist alles möglich. Damit haben wir es ziemlich zu 90% geschafft, dass wir umbleiben. Apropos umbleiben, ein Riesenfest, das hier in Willibald über die Bühne geht, wo natürlich auch wieder die Guschelbauer Paraders ihre Fänger im Spiel haben. Sehr, sehr viele Fans hier auch aus Weizenkirchen da gewesen. Ja, so macht Fußball Spaß, denke ich. Ja, auch wenn es ein Abstiegsduell war, oder? Mit Jess Gitti und Co. Ja, ich meine, es geht bei uns beiden, beim Bruder und bei mir jetzt. Wie du sagst, Fußball macht Spaß und man muss natürlich immer wieder schauen, dass die Jugend da ein bisschen dahinter ist und dass wir die gerade mobilisieren wieder zu Fußball, dass wir wirklich wieder Kicker haben, die was da in der Gegend wieder einen guten Fußball spielen. Kränkt die nicht und so ein schöner Tag. 2 Gassenhauer von Jess Gitti haben wohl noch nie besser zu einem Fußballspiel. Die Betonung liegt hier ganz eindeutig auf Spiel gepasst. Wie bei diesem Derby zwischen den beiden Guschelbauer Teams. Fußball, nur die schönste Nebensache der Welt. Ach Gott, wäre das nur immer so. St. Willibald und Weizenkirchen haben es vorgezeigt. Und, wie schon einige Male erwähnt, die Nachahmung wird wärmstens empfohlen.